Der ist auch zugeschüttet, oder? Ich sehe es nicht. Wenn man ein Stückchen runterleuchten. Warte, ich bin leichter. Da liegt doch die ganze Elektrik noch drin. Stinkt gut. Also ich denke mal, hier haben wir auch öfters die Fledermäuse drin gehabt, weil die ganze Scheiße, die hier ist, zum Beispiel da, das ist Fledermauskacke. Aber die sind jetzt im Winterquartier. Gut, schießen wir noch ein paar Fotos und dann sind wir raus. Ja. Ja, wie ihr gesehen habt, wir waren jetzt in dieser Anlage drinnen. Das ist ein doppelter Fahrzeugbunker der Roten Armee. Und die haben natürlich hier ganze Arbeit geleistet und das Ding ganz schön zugemacht. Ergo ist auch der Bunker, den wir da gesehen haben, auch von vorne hin sehr stark verfüllt worden und dementsprechend wahrscheinlich auch die Notausgänge. Also sprich, wir gehen da rein, das was wir gefunden haben. Aber das passiert erst im Teil 2. Wir schauen mal weiter, was wir jetzt hier noch finden und ja, bleibt dran und es wird spannend. So, wir suchen weiter. Hier liegt so ein alter Isolator mit Meldedraht noch. Der stammt noch aus russischer Zeit. Und wir gehen jetzt weiter. Wir wollen noch einen Bunker, Fahrzeugschilder. Hier, das war auch einer. Wir wollen noch einen Fahrzeugschilder suchen und dann gucken wir mal weiter. Bleibt weiter mit dabei. So, ich denke mal, ich habe was gefunden. Kommt mal mit. Abgesehen von diesen hübschen Waldameisenhaufen, ich habe noch einen Bunker gefunden. Hier ist noch ein Eingang. Ja, der ist zwar auch verfüllt, aber sieht begehbarer aus als der andere. Aber, oh, puh, kommt hier ein Geruch entgegen, du. Meine Fresse. Boah, das stinkt da unten, aber erbärmlich nach Klosett. Da geht's auch nochmal rüber. Ja. Ja, das ist der mit den Toren. Das ist das. So, ich würde mal sagen, ich leuchte mal rein und dann gucken wir mal weiter. So, wie ihr seht, Lampe ist an und jetzt wollen wir mal in das Geruchskino, sag ich mal, hineinklettern. Ja, komm mit. Jetzt kommst du drüben leichter rein. Wieso? Ja, nimmt sich nicht viel. Boah. Guckt euch das an. Also hier sieht man schon ein bisschen mehr. Ja, die Batterien werden auch schon schwach. Ja, hier sieht man schon ein bisschen mehr. Ja, hier die Reste von einem Tier, von einem Rehbock. Also Geruchskino ohne Ende hier. Und hier haben wir noch Tarnnetz vom Mütterchen Russland, was hier war, um das Objekt abzudecken. Der Fachmann sagt, abtarnen. Hier haben wir noch alte Kisten. Also hier liegt noch einiges drin. Ah, jetzt weiß ich, was hier stinkt. Da seht ihr, was hier stinkt. Hier ist ein junger Fuchs verreckt. Boah. Der ist hier wohl nicht mehr rausgekommen.
Jetzt haben wir also auch noch hier eine Fuchsleiche gefunden. Super, verwest gerade so fröhlich vor sich hin. Und wir schauen mal weiter. Ich will mal darüber gehen. Gucken, wie wir das hier schaffen. Hier haben wir noch die ganze Gerätschaft, sprich ganze Stromanlage. Hier noch das alte Tarnnetz. Guckt euch mal die Schimmelpilze an, die da stehen. Wahnsinn. Boah, Alter, ich kick hier. Jetzt, wenn ich hier raus bin, brauche ich ganz dringend frische Luft. Puh. Da geht's hoch. Hier ist der Rehbock, denke ich mal. Jawohl, junger Rehbock, nicht alt. So sieht man besser. Ja, der hat es auch nicht geschafft. Der ist hier reingefallen und verreckt. Also willkommen hier im Todesbunker. Zwei Leichen haben wir schon gefunden. Ja, das ist das Ding. Reinkommen. Ganz schlecht. Das gar kein Einkommen. Ja, der ist zu. Da kommen wir nicht rein. Schade. Schade. Area 51. Jawohl. Und hier sind die russischen UFOs drinne. Ja Leute, das war jetzt eigentlich die Aufklärungsmission, die dann letztendlich zu einer Lost Places Mission wurde. Wir haben schöne Sachen gefunden. Es gibt auf alle Fälle noch einen zweiten Teil, ihr wisst warum. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, lasst ein Abo da und wir sehen uns bald wieder. Tschüss, euer Stefan.